So, herzlich willkommen zurück. So, hier hinten bin ich jetzt fertig. Ich laufe jetzt hier diesen Weg etwas zurück. Komme ich wieder in meine alte Heimat. Ich habe die Tasche komplett voll im Moment. Ich trinke einfach das, was kommt. Und habe alles repariert nochmal, alles ganz gemacht. Und vielleicht habe ich Glück, wir finden noch eine Stadt. Vielleicht bin ich genau in die falsche Richtung gelaufen, es kann auch sein. Das weiß man nicht, das weiß man voll. Tag 10. Der Bogen ist stumpf, so kommt es mir vor. Und wie man die Waffe umschaltet, weiß ich leider immer noch nicht genau. Aber ich will den töten, das ist mir egal. Wie auch immer. Und ich mache mich jetzt auf, hier auf dem Weg zurück. Und wenn ich nun wirklich keine Stadt mehr finden würde, dann würde ich nur eine Nullstadt. Kann zwar ein bisschen dauern, aber ist halt so. Ich hab gebratenen Bär dabei. Ist mir aber wurscht. Immer mal ein bisschen links und rechts Ausschau. Ah, wir werden jetzt einfach hier lang laufen. Und gucken, wo wir ankommen. Irgendwo kommen wir ja an. So ist das. Ärgert mich ein bisschen, dass nichts anderes hier zu finden ist. Und die Map, die bringt echt nur Mist. Mit 317er Hose, was hatte ich eigentlich dabei? 395. Ja, dann würde ich sagen, ja dann. Ah, ich kann hier nochmal das Scrapman mitnehmen. Ja, aber mehr auch nicht. Mehr auch nicht. Ich habe auch keine Lust, diesen ganzen Kleinkram zu looten. Eigentlich will ich eine Stadt. Eine schöne große Stadt. Saloons. Die Menschen. Lebenden Menschen. Ein Fall nach dem anderen geht er verloren an dem. Kommen alle zum Begräbnis. Das ist das Problem dabei. Kommen alle zum Begräbnis. Jo, Schwester. Alles gut? Ja. Behalte. Du wirst es selber brauchen. So, wir laufen jetzt mal hier diese Straße. Und die wird immer lang und länger. 4 Uhr durch. Ich glaube, ich schaue mir gleich noch einen Kaffee rein. Also wieder so ein Wasserturm. Da gabelt sich's. Und wir trinken den letzten Kaffee. Und los. Wo lang? Gehen wir oben lang. Richtung Heimat wieder. Wenn man das Heimat nennen darf, ja. Und daraus kann man ja nochmal lostigern dann. Erstmal den ganzen Loot abgeben. In zwei Häusern haben wir ja auch noch was versteckt. Das heißt, können auf jeden Fall einiges erzählen, wenn wir nach Hause kommen. Wann kommt dann dieser Rucksack endlich ins Inventar? Können noch viel mehr mitnehmen von mir aus.
Nur ein Haus oder? Oder nur ein Haus? Hm. Ein Friedhof, wie geil. Ja, den sollte ich mir mal merken nochmal, ne? Den Friedhof. Ja. Mal ausbuddeln. Noch ein Haus. Aber die Straße geht oben lang, ne? 16 Uhr. Verdammt. Gucken, wie weit wir noch kommen heute. Den Friedhof, den merke ich mir mal, weil der hier genau im Knick ist. Mhm. Befürchte fast, es wird spät abends. Dass ich irgendwo noch ein weiteres Haus sehe. Ich pilger richtig hier durch die Gegend. Ja, natürlich. Ganz bei dir, mein Freund. Mhm. Ach, wo sind nur die ganzen Städte hin? Wo sind nur die ganzen Städte hin? Frag ich mich echt. Geht es euch eigentlich auch so? Normalerweise war doch immer. Guck mal, ich laufe jetzt auch noch im Kreis. Hm. Im Kreis laufen will ich nicht. Ja, dann werde ich mir eine Hütte da oben nehmen. Und dort mal pennen. Wenn es jetzt dunkel wird gleich. Haben wir da noch eine Pfeile? Oh, so viel sind das nicht mehr. Irgendwas fehlt mir. Das habe ich. Steine fehlen mir. Muss jetzt erstmal in Richtung von der Hütte laufen. Weil ich nämlich glaube, dass gleich es lustig wird. Wie weit war dein Dino weg? Oh Gott. Gleich sind wir da. Herr Kommissar. Ja, dann müssen wir da vorne dann, wenn wir da sind, ein paar Steine suchen und Pfeile machen. Es gibt nirgendwo in der Gegend eine Stadt. Ich sehe nur eine Stadt bei mir in der Nähe. Na, gleich sind wir da. Gleich sind wir da. Oh, scheiße. Oh mein Gott. Warum ist dann das jetzt hier? Komm. Und runter. Jawohl. Wie mir die Puste ausgeht.
6. Schwierig. Muss ich die Schuhe auch absetzen? Ich will es nicht hoffen. Hier runterfallen. Hier war es schon mal. Das ist gut. Komm her, Digga. Oh Mann. Letztes Mal war noch ein Hund hier in der Nähe, ne? Dann brauche ich ja wohl nicht so viel. Alles klar. Dann hinein. Und abgeben. Getränke. Bett. So, erstmal alles ein bisschen loswerden hier. Genau, jetzt hole ich mir nochmal Steine. Brauche ich nämlich. Brauche mal ganz dringend Steine. Um Feuer nochmal an. Jo, und dann immer den Rest wieder zurück. Am nächsten Tag aber erst. Sowas in den Top 4, ja. Aber ich glaube kein Grill. Einen Grill hatte ich nicht. So. Nee. Einen Grill hatte ich nicht. Dann koche ich mir erstmal ein Fleisch. Und dann die Eier. Und dann den Kaffee. Nur ein paar Gläser verbraucht, ist egal. Ist nicht so wichtig. Das machen wir so. Mais gehe ich nochmal anpflanzen. Oh, das ist eine ganze Menge Mais, ja. Gut. Einen Tee trinken wir noch. Ich glaube, das ist nicht schlecht, wenn wir hier bleiben heute Nacht nochmal. Dann gehen wir zurück und dann looten wir die 00-Stadt. Genau. Ja. Das machen wir auch. Ich glaube, heute Abend sind wir hier ganz sicher. Wann wird es dann dunkel hier bei mir?
fleucht und fleucht durch die Nacht. Ich hoffe, die hat keinen Freund mitgebracht. Aber ihre Freundin ist da. Oh shit. Dann gehen wir erstmal weg. Wenn die so böse sind. Auf so einen Machtkampf will ich mich jetzt nicht drauf einlassen. Ich überlege, ob das Spiders sind. Ich bin mal gespannt, wenn das gewachsen ist, wie das hier aussieht. Das ist jetzt ein Versuch. Wie wächst der Mais? Auf dem Scheiß. Mensch, ist die ganze Hütte voll Mais. In 3 Tagen. Leer war ja alles hier, ne? Genau da. Was natürlich cool wäre, wenn man jetzt sagen könnte, die Heatmap wird runtergesetzt vom Mais. Von den Bäumen wohl, ne? Der setzt sich aber gerade hier sehr schlecht. Gucken wir mal, ob wir hier oben noch Platz haben. Hier draußen kriegt er auf jeden Fall mehr Sonne ab. Das wird ein Maishaus. Und dann stecke ich es an und dann haben wir einen riesigen Popcornhaufen. Manchmal ist es echt schwierig zu setzen, das Zeug. So. Das haben wir schon mal. Und damit sind wir am Ende einer Folge heute angelangt. Wir machen ein Experiment, wie das Maishaus wächst. Ich mache hier mal zu. Und freue mich, das nächste Mal auch wieder dabei zu sein. So. Mach mal die Hütten nochmal schön zu hier. Ich glaube, die können wir öfter mal benutzen hier, die Hütte. Nein, das machen wir. Und damit gebe ich zurück ins Funkhaus. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao und haut rein.